eisgekühlter Bommerlunder. Bommerlunder eisgekühlt und dazu eisgekühlte Bommerkicker. Ein belegtes Bummelei. Da sind zwei belegte Brote. Eins mit Dicken, eins mit Ei. Und dazu eisgekühlter Bommerlunder. Und dazu eisgekühlter Bommerlunder. Eisgekühlter Bommerlunder. Und dazu eisgekühlter Bommerlunder. Sachte Summen. Entschuldigung. Genau. Ohne die fette Elke gehen wir hier heute nicht nach Haus. Nein. Aber ihr müsst wissen, wir spielen die 12 Minuten Metal-Version. Maxi-Metal-Version. Oh. Und davon sind 20 Minuten Bass-Solo. Vielleicht. Er geht nochmal schnell üben und wenn er dann wieder... Oh nein, so weiter. Okay. Oh. Ich hab gerade alle Feuerzeuge dabei. Scheiße. Ein kleines Lagerfeuer wäre auch schön. Oder zwei Lagerfeuer. Das sind alle Zimmerchen. Da war ich gleich verloren. Ihre Stimme klang so zärtlich und so sanft in meinen Ohren. Ja, bitte? Oder so. Helle Sau! Er hat übrigens Zimmer Nummer 112 für all die Damen, für alle Elkes. Oder nicht? Elf. Sie schickte mir ein Foto. Mein Herz blieb beinahe stehen. Tatam, 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 tatam. Sie tatam. Sie sah aus wie ein Stück Pizza. Und sie war wunderschön. Ich schrieb ihr einen Liebesbrief mit Rosenduft sogar. Und zwei Wochen später waren wir ein Liebespaar. Wackeln, seid ihr bereit? Wackeln, ich kann euch nicht hören. Seid ihr bereit? Ich und Elke. Die fette Elke. Yeah.
Stoff und Hecke. Die fette Ecke. Nochmal, die Gitarre war zu laut, ich habe euch nicht gehört. Jen! Okay, wir machen die andere Version. Wir machen nicht die Version von der Nach uns die Sintflut, sondern die von, wie hieß die andere noch, Live from Hammerschmidt oder so. Jen, und ihr sagt Jen und wir holen, ihr sagt einfach immer nur alles nach. Ist viel besser, wenn man besoffen ist. Jen! Auf! Dem! Friedhof! 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 Auf zwei Friedhöfen! Auf drei Friedhöfen! Auf Friedhof, Friedhof, Friedhof! Auf Friedhof, 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 Friedhof! Friedhof! War kein Platz! Die fette Ecke! Ja, jetzt kann eigentlich gar nichts mehr kommen, ne?